Styling-Tipps von den Götz Haarstyling-Experten. Wie style ich einen traditionellen Japan-Knoten im Stil der Geishas? Wie kombiniere ich den Japan-Knoten mit modernen Kleidern und Accessoires zu einem einzigartigen Gesamtlook? Die Tradition der Knotenfrisuren haben ihren Ursprung im 7. Jahrhundert. Die adligen Damen am japanischen Hof trugen die kunstvollen Hochsteckfrisuren damals mit Blumen dekoriert zu offiziellen Anlässen. Der einfache, edle Look macht dieses Haarwerk zu einer zeitlos modernen Frisur. Für dieses Styling benötigst du die Götz-Haarbürste, ein Götz-Haargummi und eine Götz-Mini-Haarkralle. Um den edlen Look des Japan-Knoten zu erzielen, kämme das Haar gleichmäßig zum Hinterkopf, bis es glatt und glänzend ist. Benutze dafür die Götz-Haarbürste. Binde nun das glatte Haar mit einem Götz-Haargummi zu einem Pferdeschwanz. Achte darauf, dass der Zopf eng am Hinterkopf ansetzt. Jetzt drehst du den fertigen Pferdeschwanz im Uhrzeigersinn vorsichtig um die eigene Achse ein. Wichtig ist, dass beim Eindrehen der Haare keine Strähnen herausfallen. Fixiere den eingedrehten Zopf mit einer Mini-Haarkralle am Zopfansatz und streiche den Japan-Knoten zu einem glatten Finish. Den Japan-Knoten kannst du toll mit dem Götz-Blumenkleidchen und der weißen Strickjacke zu einem sommerlichen Gesamtlook mit asiatischem Touch kombinieren. Mit einer passenden Götz-Sonnenbrille verleihst du dem Styling den letzten Schliff. Voilà!